Der Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau zählt ohne jeden Zweifel zu den schönsten Panoramen, die die Alpen zu bieten haben. Einen besonders prachtvollen Eindruck des weltbekannten Dreigestirns im Berner Oberland erhält man vom 2300 Meter hohen Männlichen. Der Berg liegt am Ende des Grats, der Grindelwald von Wengen und dem Lauterbrunnental trennt. Dass dieser schöne Aussichtspunkt bereits früh durch eine Seilbahn erschlossen wird, liegt auf der Hand. 1954 nimmt eine Luftseilbahn der Firma von Roll vom obersten Ortsrand von Wengen hinauf auf den Männlichen Grat den Betrieb auf. Auch die heutige Anlage aus dem Hause Garaventa folgt weitgehend dem originalen Verlauf. Zum Zeitpunkt der Eröffnung in den 50er Jahren ist die Luftseilbahn Wengen-Männlichen eine ideale Ergänzung zur damals bereits bestehenden Zahnradbahn zur kleinen Scheidegg und weiter zum Jungfraujoch. Schon wenige Jahre nach der Eröffnung folgen auf der flachen Ostseite des Männlichen die ersten Aufstiegshilfen für Skifahrer. In den 70er Jahren wächst das Gebiet dann mit den Anlagen an der kleinen Scheidegg zusammen und entwickelt sich zum größten in der Region. Mit der Männlichen Kabinenbahn besteht ab 1978 auch eine schnelle Anbindung von Grindelwald. Zur Steigerung der Förderleistung wird die kleine Pendelbahn aus den 50er Jahren 1992 auf gleicher Trasse durch eine neue Anlage mit 80 Personen fassenden Kabinen ersetzt. Auch diese überwindet die über 900 Höhenmeter auf gerade einmal 1,6 Kilometern Strecke. Die Talstation am oberen Dorfrand wird jedoch im Februar 1999 von einer Lawine schwer beschädigt. Weil ein Wiederaufbau in einem lawinengefährdeten Gebiet keinen Sinn ergibt, wird im folgenden Sommer eine neue Station weiter unterhalb im Dorfzentrum errichtet. Seither ist die Anlage etwa 300 Meter länger, benötigt aber nur noch eine statt zwei Stützen. Seit 2018 erfolgt der bislang letzte größere Umbau der Luftseilbahn Wengen-Männlichen. Bei diesem erhält die Anlage unter anderem neue Kabinen mit einer Aussichtsplattform auf dem Kabinendach. Die Fahrt über die steile Westflanke des Männlichen wird dadurch noch einmal etwas spektakulärer. Ihre Aufgabe als Zubringer in ein beliebtes Ski- und Wandergebiet kommt die Seilbahn aber auch heute noch gleichermaßen nach wie bereits vor über 60 Jahren.